Noch einige Dutzend Arbeitsschritte, dann wird aus diesem Stück Leder ein fertiger Bergstiefel. 200 Paar produzieren sie am Tag beim Schuhhersteller Hanwag. Für den Schuhdesigner beginnt der perfekte Bergschuh beim Leisten. Den Prototyp modelliert er selbst. Ob Klettersteig- oder Trekkingschuh, jedes Modell braucht einen anderen Leisten. Den Schuh entwirft er am liebsten per Hand. Ich sehe das mehr als künstlerischen Teil auch. Ein Maler könnte seine Bilder über den Computer malen, aber die drücken nicht das aus, was der Maler beim Zeichnen oder beim Malen empfindet. Und das wird auch nie eine Maschine übernehmen können. Hier liegt Individualität in der Zeichnung. Dieses neue Modell besteht aus 180 Einzelteilen. Keine Maschine könnte das Puzzle richtig zusammensetzen. Das Leder für die schweren Stiefel? Bergrindleder, 3 mm dick. Es kommt aus Europa. In Asien wäre diese Qualität nicht zu bekommen. Der Stanzmeister sucht die besten Stücke aus. Für jedes Modell hat er eigene Formen und für jede Schuhgröße natürlich auch. In der Stepperei fügen sie mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl die Einzelteile zum Schaft zusammen. Leichter überhaupt einmal ein Schuh dem anderen? Ja. Wir hoffen das schon, dass das alles gleich ausschaut. Doch, das kriegt man sicher. Einfach Handarbeit. Nur wenige Schuhmacher in Deutschland beherrschen noch die fast ausgestorbene Kunst des Zwienähens. Schaft und Brandsohle werden nicht geklebt, sondern mit einem kräftigen Garn vernäht. Das ist halt eine robuste Machart. Ja. Die Laufsohle ist halt einfach runterzumachen. Ja, man zirkt das ab und dann hat man die Zwischensohle, man putzt die, kommt wieder Kleber drauf, neue Laufsohle, Gummisohle, dann geht's wieder weiter. Mancher Bergsteiger trägt seine Hanwag-Schuhe jahrzehntelang. Nur neue Sohlen dürfen es ab und zu sein. Die 20 Mitarbeiter müssen präzise arbeiten. Eine lockere Sohle kann im Hochgebirge gefährlich sein. Jeder Schuh wird daher genau überprüft. Was hier auf den Wagen steht, ist nur ein Teil der Gesamtproduktion. Leichte Wanderschuhe mit größeren Stückzahlen fertigt Hanwag in Kroatien. Das Unternehmen macht einen Umsatz von knapp 25 Millionen Euro. Die Hälfte der Schuhe geht in den Export. Überall dorthin, wo es Berge gibt.